Ja, wir haben uns vorgenommen, die einfachen Sachen erstmal zu machen und gut zu stehen. Und dann nach vorne aktiv zu werden. Das hat bis zum 1-0 ganz gut geklappt. Mit dem 1-0 kam dann die totale Verunsicherung rein. Und ja, selbst die einfachen Sachen haben nicht mehr gepasst. Ja, und dann gerätst du halt so in einen Strudel, wenn du 17. bist, dass das seine Eigendynamik annimmt. Das ist mit Sicherheit nicht einfach, wenn eine ganz neu formierte Mannschaft auf dem Platz steht. Aber es darf uns trotzdem nicht passieren. Der Kader ist so gut aufgestellt, das müssen wir besser machen. Naja, ich sag mal, wenn vier Spieler aus der ersten Elf plus dann unser Kapitän, fünf Spieler in der Anfangsphase des Spiels fehlen, dann ist es normal, dass nicht alle Abläufe passen und dass es hier und da hakt. Und trotzdem denke ich, wir haben viele zu viele einfache Fehler gemacht, zweite Halbzeit. Ist viel Kopfsache, aber ich glaube, wir alle müssen uns auch hinterfragen und die Zuschauer haben auch recht, wenn sie pfeifen. Nach dem Gegentor hat man extrem gemerkt, dass die Mannschaft kein Selbstvertrauen hat und dass viele offensive Optionen heute nicht dabei waren, weil sie eben durch Sperren fehlen. Hat uns dann auch nicht wirklich geholfen, den Rückstand rumzudrehen. So muss ich sagen, aufgrund der zweiten Halbzeit eine verdiente Niederlage und die zweite Halbzeit war auch nicht gut. Wir wollten auf jeden Fall lange die Null halten, das ist uns leider nicht gelungen. Ja, und jetzt das 0-2 ist einfach bitter. Einfach die beiden Gegentore dürfen und sollten uns nicht passieren. Und jetzt müssen wir aber trotzdem weitermachen und weiterkämpfen. Wir müssen einfach unsere Anzahl der Fehler minimieren. Und es ist ganz egal, ob wir defensiv oder offensiv oder wie hoch wir stehen. Wir machen einfach zu viele einfache Fehler, die dann immer wieder zu Toren führen. Wenn wir das nicht abstellen, wird es schwer. Die Leute haben Angst um ihren Verein, die machen sich Sorgen, das ist doch klar. Und die haben alles Recht der Welt, ihre Sorgen kundzutun und ihre Enttäuschung kundzutun. Wir müssen in Vorleistung gehen und mit unseren Auftritten dafür sorgen, dass sie wieder zurückkommen zu uns oder hinter uns bleiben. Das haben wir heute nicht geschafft. Müssen wir am Freitag in Düsseldorf besser machen. Bis Freitag ist eine kurze Zeit, da müssen wir uns zusammenreißen. Und dann müssen wir Freitag erst wieder die einfachen Sachen machen und über den Kampf ins Spiel kommen. Wir müssen jetzt einfach zusehen, dass wir Punkte holen, was anderes zählt nicht mehr. Ja, ich glaube, wir sind in einer Situation, wo jeder Punkt wichtig ist. Und wir können nicht einfach nach Düsseldorf fahren und uns sagen, ja, okay, wir spielen in Düsseldorf, die sind abgestiegen aus der ersten Liga, das ist scheißegal. Wir brauchen die Punkte, egal gegen wen. Vielen Dank an die Fans, die uns weiter unterstützen. Wir haben immer gekämpft, denke ich, als Mannschaft und wir kämpfen weiter und wir schaffen den Klassenerhalt.